is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Christus wird unser Lehrer sein. Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen. Darum an jedem Tag erkennen, dass ich es bin, der das spricht. Hier bin ich. Wieder aufgenommen in Gottes Gegenwart, wird der Mensch wie am Anfang von Gott gelehrt werden. Wir haben nicht die leiseste Ahnung von dem, was uns dann offenbart werden wird. Mit Christus werden wir den Strömen lebendigen Wassers entlang spazieren gehen. Er wird uns die Schönheit und Pracht der Natur zeigen. Er wird uns offenbaren, was er für uns bedeutet und was wir ihm bedeuten. Wahrheiten, die wir jetzt in unserer Begrenztheit nicht begreifen können, werden wir dann verstehen. In der kommenden Welt wird Christus die Erlösten am Strom des Lebens entlangführen und ihnen wunderbaren Unterricht über die Wahrheit erteilen. Er wird ihnen die Geheimnisse der Natur offenbaren. Sie werden erkennen, dass die Welt von einer Meisterhand in ihrer Stellung gehalten wird. Sie werden sehen, wie geschickt der große Künstler die Blumen im Feld gefärbt hat. Sie werden die Absichten des barmherzigen Vaters erfahren, der jeden Lichtstrahl verteilt. Mit den heiligen Engeln werden die Erlösten in Liedern voll Dank und Lobpreis die alles übersteigende Liebe Gottes einer undankbaren Welt besingen. Dem Lernenden wird sich Geschichte von unendlicher und von unaussprechlicher Ergiebigkeit eröffnen. Die Geschichte vom Aufkommen der Sünde, von den krummen Wegen einer folgenschweren Lüge, von der Wahrheit, die nicht von ihrer geraden Linie abwich und die mit dem Irrtum zusammengeprallt ist und ihn überwunden hat. All dies wird offenbar gemacht werden. Der Vorhang, der die Sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt, wird beiseite gezogen werden. Wunderbare Dinge werden uns offenbart werden. Mit unaussprechlicher Wonne werden wir in die Freude und Weisheit der ungefallenen Wesen eindringen. Wir werden die Schätze teilen, die durch die Betrachtung der Schöpfung Gottes während vieler Zeitalter gewonnen wurden. Und die Jahre der Ewigkeit vergehen und werden dabei fortgesetzt herrliche Offenbarungen bringen. Über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, wird uns Gott in alle Ewigkeit seine Gaben austeilen. Wir müssen hier eine Erziehung und Ausbildung erhalten, die uns befähigt, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Was wir hier an Bildung beginnen, wird im Himmel zur Vollkommenheit gebracht. Wir werden einfach in eine höhere Klasse versetzt. The Lord is coming. Are you ready?